Als der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Müller-Rosentritt am Dienstag mit seinem Auto ins Auer Erzgebirgsstadion kam, warteten auf ihn schon mehrere Zweiradfahrer. Müller-Rosentritt, der auch der Landesvorsitzende der Liberalen in Sachsen ist, hatte sich mit den Feilchenbikern verabredet. Bevor die Saison für den FC Erzgebirge Aue am Sonntag in Regensburg zu Ende geht, wollte diese motorisierte Fangruppe mal nicht über den Fußball sprechen. Die Feilchenbiker bewegt ein angedachtes Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen. FDP-Mann Frank Müller-Rosentritt machte deutlich, dass seine Partei gegen eine solche Maßnahme ist. Nur so können künftig, wenn wieder Zuschauer in den Fußballstadien des Landes erlaubt sind, die Feilchenbiker mit ihren zweirädrigen Maschinen zu den Sonntagsspielen ihrer Mannschaft kommen. Und die sind für den FC Erzgebirge zumindest eine weitere Saison in der zweiten Bundesliga. Der Klassenerhalt wurde in dieser Saison schon vor dem letzten Spieltag gesichert. Das freut sicher auch den Chemnitzer Frank Müller-Rosentritt. Wir wollen auf Phoenix, wollen wir den Schultern sehen.